Trainingsauftakt beim EHV Aue. Da, wo sonst die Zuschauer ihr Pausengetränk holen, sah man am Dienstagabend alle altgedienten und neuen Spieler versammelt. Grund war der obligatorische Fototermin vor einer neuen Saison in der zweiten Handball-Bundesliga. Der Chemnitzer Fotograf Peter Tschacke brachte zunächst alle Spieler der Reihe nach einzeln in Positur. Und auch die Pressevertreter bekamen die Gelegenheit, Fotos von der neuen EHV-Mannschaft zu machen. Also für uns war es wichtig, dass wir jede Position doppelt besetzt haben. So haben wir also Ladislav Brückengut, halb rechts am Kreis Kevin Lux als zweiten oder als ersten Mann ein Tor mit Rasimas, einen dritten Mann dazugeholt, weil Rodek punktuell dabei sein wird. Und dann haben wir halb links uns noch einen Mann verpflichtet, um dort, wie gesagt, alle Positionen doppelt zu besetzen. Sagt EHV-Manager Rüdiger Jurke, der am Tag davor seinen 55. Geburtstag feiern konnte und die Spieler für das Mannschaftsfoto mit in Stellung brachte. Auf die Finanzen angesprochen, sagte er uns: Ja, es sind ja 7 Spieler abgegangen, ne? Und da haben wir 4 neue dazu geholt und 2 aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, Geld ist immer Sache der Sponsoren. Also ist ja anders als beim Fußball. Wir kriegen so gut wie keine Fernsehgelder. Und wenn unsere Sponsoren die Steuer halten, können wir die Liga bespielen. Wenn nicht, ist irgendwann mal vorbei. So, dann sind die Zuschauer nur schon ein wichtiger Faktor. Also, und eben die Catering-Einnahmen, die wir ja selbst in der Hand haben. Also wir machen das ja alles selbstständig. Also das sind die 3 Säulen und ist wie jedes Jahr, wie die letzten 25 Jahre immer ein Überlebenskampf. Gut, wenn da auch ehemalige Auerspieler dem Verein die Treue halten. Der Japaner Shinosuke Uematsu, der 7 Jahre für den EHV spielte, ist so ein Glücksfall. Er hat ein Versprechen eingelöst und den EHV Aue zum Trainingslager in die Stadt Higashine eingeladen. Ja, das Abschlussgespräch mit Shinosuke Uematsu war, dass ich ihn verpflichtet habe, dass er mal Trainingslager in Japan organisiert, was nichts kostet, weil wir ja kein Geld haben. Und vorgestern war er mit dem Bürgermeister von der Stadt, wo wir hinfahren, da und hat eben gemeint, dass wir uns ganz einladen würden und übernehmen die kompletten Kosten, also die Flüge, die Unterkunft, das Trainingslager, also komplett für 24 Personen. Und fahren wir jetzt am Freitag 11 Tage nach Japan zu null unter optimalen Bedingungen, haben dort 3 Spiele. Das ist also ein Riesending. Also wir waren ja 2-mal schon in Hongkong gewesen, wo das auch alles frei war. Jetzt in Japan, ich glaube, das hat immer Kiel geschafft. Solche Reisen. Und gerade in der jetzigen Situation, wo sich die Mannschaft neu formiert, kann solch ein nicht alltägliches Gruppenerlebnis sehr hilfreich sein. Ja, für uns ist es wichtig. Wir haben ja, wie gesagt, viele neue Leute. Und das ist schon wichtig, dass man dort eine längere Zeit zusammen ist, dass man sich dort auch kennenlernt. Und dann haben wir 3 Spiele dort gegen die beste Mannschaft von Japan. Das wird auch nicht so ohne sein. So, und, aber das Wichtigste eben dort, dass wir dort zusammen sind, uns näher kennenlernen. Wir werden auch viel Athletik dort machen. Also wir haben dort optimale Bedingungen, tolle Halle, tolle Krafträume, einen Sportbereich. Also das wird toll werden. Während des 11-tägigen Aufenthalts werden 3 Spiele gegen Osaka Electric, Toyota Motor East Japan und der Junioren-Nationalmannschaft absolviert. Eine Woche nach der Rückkehr aus Japan bestreitet der EHV auch 2 Vorbereitungsspiele in der Erzgebirgshalle. Am 7. August gegen HCL Florenz und am 9. August gegen Talent Pilsen. Dann wird man auch wissen, wie gut der aktuelle Kader ist. In der am 25. August beginnenden Saison 2018-2019 muss man von Anfang an voll da sein. Das ist die schwierigste Saison, die wir je hatten. Wahrscheinlich noch schwieriger als damals, wo wir also Elfter werden mussten, nur Zehnter werden mussten. Elfter sind wir ja geworden, um nicht, um die Eingleisigkeit zu schaffen, was wir ja knapp verfehlt haben. Dieses Jahr steigen 5 Mannschaften ab und sind mit Groß-Weichstadt und HSV Hamburg top Leute hochgekommen, die finanziell weit, weit besser dastehen als wir, wie die meisten Mannschaften wohl. Und das wird ein Überlebenskampf, aber so war es in den letzten Jahren immer. Also wir wollen drinbleiben, die Liga halten und es wird schwierig, aber wir werden alles dafür tun. Alle Erzgebirgler drücken euch dabei die Daumen.